Nach der rauschenden Nacht gegen Paris wartet jetzt die Aufgabe in Bremen. Und da hat Schwarz-Gelb noch etwas gut zu machen. Alles zur Partie jetzt in eurem Feiertagsmagazin. Das nächste Spiel steht auf dem Programm. Es geht gegen Werder Bremen. Und bei mir ist ein gebürtiger Bremer. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Julian. Moin, freut mich. Wie geht's dir? Schaffst du es vielleicht am Samstag noch mit in den Kader zu rutschen? Ja, grundsätzlich geht es mir erstmal gut und auch unabhängig vom Fuß. Mir geht's gut. Haben wir ein schönes Spiel jetzt vor ein paar Tagen gesehen. Ja, reha-technisch läuft es gut. Ich glaube, es sind ein bisschen weniger als zwei Wochen vergangen, mhm, seit der Verletzung. Und ich bin echt auf einem sehr, sehr guten Weg. Es ist sehr, sehr schnell. Verlief sehr, sehr schnell und bin gut durch die letzten Wochen gekommen. Und jetzt das Wochenende müssen wir mal schauen, ob es dann am Ende reicht. Ja, das freut mich natürlich, das zu hören. Und bevor wir jetzt einen Blick nach vorne werfen, schauen wir noch mal ein bisschen zurück. Am Dienstag war ein ganz besonderes Spiel hier im Stadion. Wie hast du das erlebt? Ja gut, ich war natürlich auf der Tribüne mit meinem Bruder und ein paar Freunden. Ja, das Spiel war Wahnsinn. Also fand ich jetzt für mich als, ich bin nicht ganz so neutral, aber ich habe es natürlich dann auch so ein bisschen aus Sicht eines Zuschauers dann sehen können. Ist schon ein geiles Spiel gewesen. Ja, natürlich, genau. Klar, für uns am Ende optimal ausgegangen. Aber es war auch einfach ein ansehnliches Spiel. Man hat, glaube ich, gemerkt, dass die Mannschaft eine fantastische Leistung auf den Platz gebracht hat. Und das war schon, ja, das war schon teilweise hervorragend. Für dich vielleicht auch mal interessant. Ich kann dir mehr zeigen, wie ich so das Spiel erlebt habe, falls du es noch nicht gehört haben solltest. Hier sind die Netradio Highlights. Gio Reyna geht jetzt ab und davon auf Haaland. Tor! Ja! Die Siege! 77. 2:1. Haaland! Erling Haaland knallt den Ball von Reyna. Jetzt mache ich den Erling, Boris. Jetzt muss er sein. 78. Spielminute, 2:1 für unseren BVB. Torschütze der Spieler mit der 17. Erling! Ich finde es so geil, wenn du so vor so einem 25.000 Chor sein kannst und dann. Naja, da bin ich ja Ecke, das sind ja noch mehr. Ja, das ist schon cool. Da muss ich auch sagen, ja. Aber ich. Für euch ist doch auch schön, wenn vernünftig ausgerufen wird, der Name, oder? Naja, das war top. Das Geilste war nur, ich saß neben meinem Bruder und natürlich auch fieberst da natürlich auch ein bisschen mit oder fühlst so ein bisschen den Spielverlauf mit. Und beim 1-0. Mein Bruder, der ist mittlerweile auch, der versucht relativ auch immer neutral zu sehen, aber weil ich sein Bruder bin, ist er natürlich auch immer am Daumen drücken und sowas. Und der hat auch schon sich oft geärgert, wenn man es nicht geklappt hat, als das Tor passiert ist, 1-0. Ich glaube, ich stand eine halbe Minute einfach mit ausgebreiteten Armen, der neben mir konnte gar nichts mehr sehen und habe einfach diesen Moment so heftig gefühlt. Wir haben uns unnormal gefreut. Und, beim 2-1 war natürlich Wahnsinn. Alles eskalierte. Ja, das war dem geschuldet, dass irgendwie auch diese ganze Stimmung eine ganz besondere war. Ne? Ja, und du hattest ja auch, bei Champions League ist das ja halt so, ich finde, man hat das in der ersten Halbzeit extrem gut gesehen. Keine der beiden Mannschaften beide Mannschaften waren so ein bisschen, wenn dieser große Fehler kommt, dann kann es immer mal klingeln. Ja. Genauso wie es bei PSG am Ende das Tor war, die hatten eigentlich kaum eine Chance. Ja. Aber dann ist Mbappé einmal durch und auf einmal klingelt es. So schnell geht das ja am Ende. Und dann hast du natürlich auch diese Spannung in dir. Nochmal ganz extrem, als wenn es jetzt auch in der Bundesliga ist. Und wenn der das Ding dann natürlich da das Tornetz zerschießt, dann war das schon, ja, war schon cool. Zumal unsere Fans ja auch dafür gesorgt haben, dass das ein besonderer Spieltag war mit der Choreografie. Das war gigantisch. Ja, das war Wahnsinn. Also ich glaube da von dem Ganzen, auch von dem Aufwand her, das muss ja unfassbar viel Aufwand sein. Aber auch einfach jetzt am Dienstag, ich glaube, wenn du ja, 3 von 4 Tribünen voll hast mit Choreo, dann ist das schon. Ich glaube, da haben selbst unsere Gäste ein bisschen gucken müssen. Ja, da ist man auch stolz irgendwie, so muss man wirklich sagen. Also gerade innerhalb von so kurzer Zeit so 2 Riesendinger zu basteln, boah, das ist schon, sind halt ganz besondere Fans. Jetzt kommen wir aber natürlich zum Spiel gegen deinen Heimatort. Mhm. Es geht gegen Bremen. Was müssen wir anders machen,
als im Pokal? Ja, wir müssen eigentlich uns so ein bisschen nach der zweiten Halbzeit richten. Grundsätzlich haben wir, glaube ich, im Großen und Ganzen jetzt in Bremen kein schlechtes Spiel gemacht, aber in der ersten Halbzeit haben wir natürlich viel zu viele Sachen auch ein bisschen vermissen lassen. Also wir wollten, ja, wir haben viel Ballbesitz gehabt, haben leider zu viele Konter, beziehungsweise dann auch ein Kontertor sogar entstehen lassen, haben zu wenig nach vorne gemacht und in der zweiten Halbzeit war ja alles anders. Da haben wir das ja richtig gut gemacht, nur wenn du 2-0 zurückliegst in Bremen, ist es halt auch schwer. Das darf uns halt nicht passieren. Ansonsten einfach so weitermachen, wie wir es jetzt die letzten zwei Spiele gemacht haben, finde ich. Wir haben in Frankfurt gegen Frankfurt hier ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ja. Und genauso Dienstag. Und es ist immer schwer, so von Champions League dann natürlich wieder, jetzt ist es eine ganz andere Situation. Du bist der Favorit. Genau. Ja, du hast jetzt jemanden, wo jeder sagt, die stehen halt trotz alledem, auch trotz des Pokalsieges, mit dem Rücken an der Wand. Und da musst du halt jetzt weiter versuchen, gnadenlos die Tore zu machen. So, das ist halt wichtig und nicht 1-2% weniger. Und ich glaube, dann kann man echt so eine Woche mit Frankfurt, Paris und vielleicht auch Bremen einfach auch vergolden. Werder steckt richtig im Abstiegskampf und das ist an für sich ein bisschen ungewöhnlich für Werder. Die haben Qualität im Kader, das muss man sagen. Aber sie können es halt nicht so abrufen, wie sie sich das vorstellen. Wie kommt sowas? Bist du dann auch in so einer Abwärtsspirale mal drin, dass du da ohne das nötige Selbstvertrauen in die Spiele gehst? Ja, ich hatte die Situation ja mal selber mal mit Leverkusen, da waren wir auch ein bisschen drin. Jetzt nicht so extrem, dass du wirklich auf dem 18., 17. Platz warst, aber schon echt, wo du aufpassen musst. Und das ist schon echt beschissen, wenn du da unten hängst, weil viele Automatismen, so eine Selbstverständlichkeit, die ist auf einmal überhaupt nicht mehr da. Jede Mannschaft ist auf einmal fast wie ebenbürtig, obwohl du von den Einzelspielern vielleicht mehr Qualität hast und sowas. Ja, genau. Und es geht wirklich dann viel auch nur über Kampf, Dinge funktionieren nicht und das ist schon nicht leicht, da rauszukommen dann. Also ich glaube, das ist schon eine Riesenaufgabe, gerade auch für Bremen. Natürlich, wir haben auch andere Sachen noch gehabt, viele Verletzte auf einmal. Das war ja schon extrem dieses Jahr. Grundsätzlich muss ich aber sagen, finde ich, haben sie eine gute Mannschaft und vor allem auch einen guten Trainer. Und ich bin mir eigentlich auch sicher, dass sie das packen werden. Nichtsdestotrotz, am Samstag wollen wir natürlich gewinnen. Natürlich. Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir Tore schießen. Und das mit dem Tore schießen, das läuft in dieser Saison wirklich unfassbar gut, hammerhart. Das schauen wir uns natürlich jetzt mal an. Borussia im Torrausch. 63 Treffer nach 22 Spieltagen. Neuer Vereinsrekord. Borussia dreht auf, vor allem seit der Winterpause. Satte 4,4 Buden im Schnitt. Dazu kommt Dortmund hinten raus mit jeder Menge Wucht. 42 Tore in Halbzeit 2, absolute Ligaspitze. Am Samstag der nächste Gegner. Das nächste Spektakel schon fest im Blick. Also die Offensive bei Borussia Dortmund einfach wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und im Trainingslager war ja mit dabei, hat mir das angeschaut, werden unfassbar viele Abläufe geübt, es wird unterbrochen, neu begonnen. Wie viele Tore sind daraus entstanden? Oder ist es so, dass ihr instinktiv als Top-Fußballer das Richtige macht und aus dem Spiel heraus die Tore fallen? Ich glaube, dass es im Fußball oft nach vorne auch so ein bisschen eine individuelle Qualität auch teilweise ist. Also klar, der Coach könnte jetzt zu uns kommen und könnte jetzt zu den Offensiven sagen, so, wir haben jetzt die und die Abläufe, das sind eure Schablonen, sag ich jetzt mal, danach richtet ihr euch und so versucht ihr Tore zu schießen. Aber am Ende, wenn du den Jungs zusiehst, zum Beispiel Jaden, dem brauchst du das gar nicht sagen. So, der macht das instinktiv. Erling macht das auch instinktiv. Er macht halt das, wofür vermutlich geboren worden ist, und sein Tore schießen. Und ich glaube, oft ist es einfach gut, nach vorne die Jungs einfach machen zu lassen. So, ich glaube, wir haben
eine extreme Qualität, gerade torgefährlich zu sein. Nicht nur von den drei oder vier, die dann vorne stehen. Auch Axel hat schon Tore geschossen. Ich habe Tore geschossen. Emre hat direkt in seinem ersten Tor, in seinem ersten Spiel ein Tor, ein sehr, sehr schönes Tor geschossen. Ja, das stimmt. Ich fand das aber auch gerade sehr schön, als wir in dem Beitrag gesehen haben, dass Gio, unser Jüngster, technisch ein Tor geschossen hat, wo du sofort gesagt hast, boah, einfach genau, auch ein unfassbarer Junge. Ja, definitiv. Ich glaube, Rafa hat auch jetzt als Linksverteidiger, als Linksaußenverteidiger, auch schon jetzt in den letzten Spielen, glaube ich, 3-4 Tore geschossen. Der also, hat auch eine Falle. Eben, Ashraf auch noch ein gutes Beispiel. Also da, wenn du dir das mal überlegst, das sind eigentlich dann teilweise gehen wir jetzt schon in eine Abwehr und die sind auch so torgefährlich, machen Vorlagen. Also nach vorne wirklich sind wir, glaube ich, da schon auf sehr, sehr hohem europäischem Niveau. Aber die Frage sei erlaubt, wie habt ihr das geschafft bei diesen tollen Spielen, bei dieser tollen Offensive, gerade in den letzten beiden Partien, die nötige defensive Balance gefunden zu haben? Ja, am Ende ist es ja so, du verteidigst ja als Mannschaft. So, wenn du jetzt sagst, wir haben 5 Verteidiger und die kümmern sich um die Verteidigung und die anderen 5 kümmern sich um die Offensive, dann wird das definitiv schief gehen. So, weil so kriegst du das mittlerweile im Fußball nicht. Ich weiß nicht, ob das früher war das vielleicht noch ein Stück weit anders. Früher war das viel technischer, also viel komplizierter alles, meine ich. Ist das so? Nein. Nein, aber mittlerweile ist es wirklich so, da musst du wirklich zusehen, dass du alle 10 Jungs so gut es geht natürlich hinterm Ball bekommst, dass du ja auch irgendwie ein Stück weit mit aller Macht versuchst, dieses Tor zu verhindern. Und das haben wir dann natürlich definitiv gegen Paris. Ich meine, über die Offensive von Paris brauchen wir nicht reden. Da haben wir das fantastisch gemacht. Gegen Frankfurt haben wir es auch sehr, sehr gut gemacht, wo man dabei auch sagen muss, Frankfurt fand ich da sehr, sehr harmlos auch. Mhm. Aber die musst du natürlich auch dazu erstmal zwingen. Es ist eine Mannschaft auch mit Qualität. Die Mannschaft kann nur so gut spielen, wie ihr es zulasst. So, und das musst du halt dann einfach auch, das muss eine Grundlage sein eigentlich für jedes Spiel, weil es ist immer so einfach, aber wenn du natürlich keine Tore kassierst, kannst du ja auch nicht verlieren. So, und trotz alledem wird man das nicht immer schaffen. Aber ich glaube, wenn wir daran jetzt schaffen, festzuhalten und wie gesagt, wenn du mal ein Tor kassierst, wir haben die Qualität, um 2-3 vorne zu schießen, das ist nicht das Ding. Das stimmt, ja. Aber wir haben natürlich in der Vergangenheit zu viele Tore kassiert, ist klar. Jetzt brauchst du deine innere Balance, weil jetzt wird es hart für dich. Jetzt kriegst du richtig einen mit. Mhm. Nobby gegen Julian. Tor oder kein Tor? Drei, zwei, eins. Der Otto macht den. Otto, mach ihn! Bitte, Otto! Vor morgen zum Training. Meine mit. Es ist schwierig. Nicht so einfach. Sieht eigentlich aus, als wenn er nicht reingeht. Als wenn der Torwart den jetzt im Nachfassen kriegt. Ja, dann hätten die Szene nicht genommen. Das denke ich mir halt auch. Das ist knifflig. 3, 2, 1 und hast du schon? Ach, jetzt. Ach, warst du doch schneller. Den Julian laden wir nicht mehr ein. Ja, aber sag mal. Kannst du dich an die ganzen Tore nicht mehr erinnern? Das weiß ich doch nicht. Weißt du, wie lange ich hier im Verein bin? Ja, deswegen. Ja. Wie alt bist du? 23, ja. Ich bin ja sein, seit 86 hier. Kann ja sein, dass ganz tief im Gedächtnis noch irgendwas drin ist. Ich habe die Szene noch nie gesehen. Fritz Lünschermann, der hätte ja gesagt,
Es war in der 69. Minute. Da hat aber 7,5 Minuten später selbst eins geschossen. Naja, kommt dritte Szene. Das ist jetzt wieder einer von, hier von Blau-Weiß Huckerde. So, jetzt schnell. 3, 2, 1. Ja, sieht man doch. 2-1. Habe ich hier für meine Kollegen wieder ein bisschen was gut gemacht, ne? Ja, so gut war es jetzt auch nicht, dass du dicke Fresse haben kannst. 2-0 geführt. Ja, gut, wer 2-0 führt, der... Das ist ja fast ein Blitz-K.O. gewesen. Ne? Ich fange jetzt an, bevor Julian komplett den Nerven verliert. Jetzt siehst du schon, dass ich schon ein bisschen breiter hier auf der Couch sitze? Wie hast du das genannt? Blitz? K.O. Blitz-K.O. Oder wollte mich fertig machen? 34-34. Aber, ja... 2-1 hast du gewonnen. Ich gratuliere dir auch. Ja, danke schön. Herzlichen Glückwunsch. Das ist unser Bild von letzter Woche mit Emre. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das neue Bild mit Julian, das wird auch klasse. Könnt ihr ersteigern bei uns auf der Internetseite. Und es gibt einen neuen Sponsor. Du hast das auch mitbekommen. Du hast schon für den Sponsor ein bisschen was gedreht. Wie geht's? Ja? Ja. 1-1. Und das schauen wir uns jetzt mal an, was die Jungs da fabriziert haben. Eins und eins. Eins und eins. Eins und eins. Klingt gut. Eins und eins. 1 und 1. 1 und 1. Ja, aber warte mal kurz. Nicht in Blau, oder? Nein. Willkommen im Team 1 und 1. Tag mal, Hauschgel Dennis, 1 und 1. Bienvenue 1 und 1. Herzlich willkommen im Team 1 und 1. Welcome to the team 1 und 1. Der Clip war super, oder? Ja, war top. Das war irgendwie klasse. Ja, ich fand die Szene mit Roman ganz gut. Ja. Zwei Romans. Ja, weil das ist die Eins, weißt du? Die Eins. Eins. Und dann ist noch eine Zwei. Das ist ja nochmal gekommen, weil dann ist noch eine Eins. Und Eins. Ja, weil so ein Zwei-Torhüter. Toll. Alle haben es verstanden. Dann haben sowas gezaubert, unser genau. Mediateam. Die können, ey. Top. Ja, das war's vom Feiertagsmagazin. Drückt den Jungs die Daumen morgen beim Spiel in Bremen. Mach's gut, Julian. Schön, dass du gekommen bist und schön, dass du bald wieder dabei bist und fit bist. Wir brauchen dich auf dem grünen Rasen, nicht hier auf der Couch, weil da schlägst du mich ja immer. Naja, das war's. Okay, der Nobby und der Julian.